Schülerinnen und Schüler schlagen Alarm. Groß ist die Sorge, dass wegen der Sparpolitik des Senats keine Klassenfahrten mehr möglich sind. In ihrem Brief an den regierenden Bürgermeister und die Schulsenatoren warnen die Schülervertretungen von 70 Schulen insbesondere vor den Gefahren für Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit. Was auch Schülerinnen und Schülern aus dem wohlhabenden Südwesten der Stadt am Herzen liegt. Wichtig sind, gerade wenn man nicht aus einem so privilegierten oder gebildeten Haushalt kommt, dass demokratische Werte im schulischen Kontext vermittelt werden. Das ist die Aufgabe der Institution Schule. Ich denke, dass Klassenfahrten vor allen Dingen Schülern aus ärmeren Haushalten, aus schlechteren gesellschaftlichen Verhältnissen, Klassenfahrten nochmal die Möglichkeit geben, auch aus dem Elternhaus herauszutreten und sich selbst nochmal anders zu entwickeln. Ja, unsere große Sorge ist eben, wenn SchülerInnen nicht an diesen Fahrten teilnehmen können, dass sie in der Klasse beispielsweise sozial den Anschluss verlieren können, was dann eben negative Auswirkungen auf die Lernfähigkeit der SchülerInnen hat, aber auch auf die Sozialfähigkeit, wenn sie nicht sozial anerkannt werden in den Klassen. Unter anderem fürchten die Jugendlichen, dass zum Beispiel Bildungsfahrten in die KZ-Gedenkstätten Sachsenhausen oder Auschwitz dem Rotstift zum Opfer fallen. Schon jetzt fänden solche Fahrten kaum noch statt, so die Klage. Wir leben in einer Zeit, wo antidemokratische Parteien dabei sind, die stärksten oder fast stärksten Kräfte des Landes zu werden. Da geht es jetzt nicht nur um Antisemitismus, da geht es auch um Rassismus, um alle möglichen Ausgrenzungen. Das jagt mir nun mal Angst ein, wenn ich sehe, dass auch junge Menschen zum Rechtsextremismus neigen. Und ich glaube, es ist ein fataler Fehler, wenn man jetzt sagt, die Schulfahrten nach Auschwitz zu anderen Erinnerungsstätten werden ausgesetzt. Wenn wir gerade in solchen kritischen Zeiten die Aufgabe der Schule, demokratische Werte zu vermitteln, vernachlässigen, kommen wir in eine dunkle Zukunft, meines Erachtens nach. Die Haushaltssperre gefährdet also nicht nur die Bildung der Berliner Schülerschaft, sondern die Zukunft dieses Landes. Sorgen um die Zukunft der Jugend und die der Stadt. Die Senatsschulverwaltung habe den Rundbrief noch nicht abschließend geprüft, heißt es auf Abendschau-Anfrage. Zu einer Stellungnahme sei man derzeit nicht in der Lage.